willkommen zu einer Folge und heute spielen wir der Top Demi. Und ja Leute, heute schauen wir uns mal das neue Safari Update an mit den Friendship Bars. Ja Leute, man kann jetzt eine Freundschaft, eine beste Freundschaft mit seinen Pets bilden und machen. Und wir schauen das Ganze heute mal gemeinsam an. Ich bin richtig, richtig gespannt, wie das Ganze funktionieren wird. Außerdem gibt es ja noch ganze 3 neue Pets. Welche? Nee, sogar 4 neue Pets, Leute. Welche wir uns auch in diesem Video anschauen werden. Ich bin sehr gespannt, falls du auch gespannt hast, gerne einen Daumen da. Und abonniert den Kanal und Akro kann man cool Roblox für dich mitpassen. Und dann würde ich sagen, los geht's nach dem Intro. Leute, es gibt jetzt ja eine ganze Safari-Area, wo 3 neue Pets auf uns warten. Dort laufen wir auch direkt hin, aber ich muss euch ehrlich sagen, das ist nicht mal das Feature, wo ich mich am meisten darauf freue. Ich freue mich eher auf das Friendship-Feature, welches wir uns auch gleich anschauen werden, Leute. Ich habe es noch kein einziges Mal getestet. Wir werden es gleich sehen, Leute. Ich bin mega, mega gespannt darauf. Und jetzt laufen wir erstmal zu der neuen Safari-Area. So lange müsste das nicht dauern, währenddessen reden wir hier noch, Leute. Ich bin richtig gespannt. Schreibt mir gerne mal natürlich auch in die Kommentare, wer ist euer Lieblingspet. Es gibt noch ein weiteres Pet, was nicht in der Safari-Area ist. Und hier sehen wir sie auch schon, Leute. Die Safari-Area. Mit dem riesen Elefanten, Leute. Next Team 20 Days. Und hier haben wir auch schon die 3 neuen Pets. Da haben wir den Warthog, hallihallo, für 600 Bucks. Da haben wir den Ostrich für 1300 Bucks. Und dann haben wir den Lion Cup für 150 Robux. Falls du den Robux oder Robux bekommst, mach das doch gerne mit Starcode Jojo. Ja, Leute, hier haben wir jetzt auch endlich wieder das Wetterboard wieder, weil das war irgendwie die ganze Zeit weg. Und das ist anscheinend noch das normale Wetter, was wir kennen, also wo die ganze Map sich verändert. Und jetzt gibt es anscheinend auch noch diese Themed Areas, die dann auch manchmal ins Spiel kommen. Was eigentlich ganz cool ist, und eine Safari, eigentlich ganz nice, muss ich sagen. Next Team in 20 Days. Jetzt frage ich mich aber, Leute. Okay, wird dieses Team hier, dieses Safari-Team, für immer verschwinden? Also wirklich für immer? Oder kommt es dann auch irgendwann wieder, so wie es eben die Wetter tun? Das weiß ich gar nicht, Leute. Ich kann gerne mal nachfragen und ich kann euch dann sagen, wenn ich es weiß. Aber bis jetzt, aktuell, weiß ich es noch nicht. Leute, jedenfalls haben wir jetzt hier den Warthog, den Ostrich und den Lion Cup. Und Leute, diesen riesigen Elefanten hier. Leider kann man den Elefanten nicht bekommen. Den gab es ja schon im Safari-Eck, Leute. Und das hier ist nochmal ein riesen Throwback auf das Safari-Eck. Hier ist auch nochmal der Ermin, Leute. Den gab es ja auch im Safari-Eck. Und Leute, was es auch im Safari-Eck gab, war die Giraffe. Und ja, Thema Giraffe. Wenn wir unsere Giraffe jetzt rausnehmen, die Pinkes, sehen wir über ihr, Leute. Friend. Ja, sie hat ein Friendship. In den Videos war das zwar immer hier schwarz und hier ist es jetzt rot, aber das ist eigentlich auch egal, Leute. Ich finde, es sieht trotzdem cool aus, Leute. Vielleicht ändert sich das auch irgendwann noch. Jedenfalls haben wir jetzt hier mit unseren Full-Grown bzw. Luminous Pets, also sobald ihr ein Pet komplett hochgelevelt habt. Zum Beispiel der Axolotl ist noch nicht auf Full Grown, deshalb hat er dieses Friendship nicht. Genauso wie bei meinem Badge Dragon, er hat es auch nicht. Aber zum Beispiel bei Mega Neon Shadow Dragon hat das, Leute, weil er ist ja natürlich Full Grown. Und jetzt hat er diesen Friend-Balk über seinem Kopf, was ich sagen muss, ist cool. Allerdings ist es auch wieder nicht cool, weil ich habe das eigentlich immer verwendet, wenn die Pets Full Grown waren, dass dann nichts über ihrem Kopf ist, dass man quasi, dass es quasi clean aussieht, sondern dass man nichts über dem Kopf sieht. Für zum Beispiel Kampf der Drachen oder so, habe ich immer darauf geachtet, dass die Pets, die wir benutzen, Full Ground sind, damit nicht dieses Ding über ihrem Kopf ist. Jetzt ist es da, was, weiß ich nicht, was ich davon halten soll, Leute. Eventuell kann ich hier Doppi mal anschreiben und fragen, ob sie einen Modus reinbringen können, dass man alles UI ausblenden kann. Das wäre richtig, richtig cool, Leute. Jedenfalls, wie das Ganze hier funktioniert ist, Leute. Ihr könnt natürlich jetzt weiter mit eurem Lieblingspet Aufgaben machen. Das heißt, ihr müsst nicht, wenn ihr jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, ich will jetzt den Bad Dragon weiter ausleveln, müsst ihr nicht mit dem Bad Dragon die Aufgaben machen, sondern könnt diese mit eurem Lieblingspet machen. Zum Beispiel jetzt bei mir, mein Mega Neon Shadow Dragon. Jetzt will er schlafen gehen, Leute. Jetzt gehen wir hin und legen ihn schlafen, Leute. Wir legen jetzt unseren Shadow Dragon schlafen. Und wenn wir das Ganze tun, Leute, dann werden wir sehen, es wird sich noch nichts verändern. Und zwar funktioniert das folgendermaßen. Ihr müsst 30, ja ganze 30 Aufgaben erledigen mit euren Pets. Und dann werden diese ein Friendship-Level steigern. Ja, also die werden quasi nach 30 Aufgaben, ich denke mal, das wird hier nirgendwo angezeigt,
werden diese quasi ein Level steigern. Steht hier quasi anstatt einer 0, eine 1. Damit kann man natürlich flexen, Leute. So muss gesagt sein, solltet ihr eure Pets traden, verschwindet das Friendship-Level wieder. Das wird aber auch nochmal extra angezeigt. Hier, Leute, zwei Tasks haben wir schon mal erfüllt. Wir sind auf jeden Fall einen Schritt näher zu Level 1. Oh, und auch hier seht ihr das, Leute. Der Balken füllt sich. Der Balken füllt sich. Alles klar, okay. Dann wird es doch angezeigt. Das ist cool. Wir machen uns mal direkt auf den Weg zu dem nächsten Pet. Oh, das ist eigentlich direkt schon hier, Leute, muss ich sagen. Aber davor wollte ich noch sagen, wenn ihr vier Pets Neon macht, die alle ein Friendship-Meter haben und die alle euch gehören, dann werden die Friendships kombiniert, sag ich mal. Außer ihr seid jetzt hier bei der Hälfte angekommen. Ihr müsst es quasi voll machen, dass ihr einsteht. Wenn ihr dann vier Pets mit 1 habt, werdet ihr 4 bekommen am Ende des Pets. Also am Ende vom Neon, ich kann nicht mehr reden. Am Ende vom Neon-Pet. Aber ihr müsst es wieder auf Luminous machen. Das heißt, dass quasi hier bei Neon gibt es ja auch diese verschiedenen Formen. Ihr müsst es wieder auf Luminous machen, damit ihr es überhaupt sehen könnt. Weil sonst könnt ihr es nicht sehen, Leute. Aber sollte euer Pet dann wieder quasi voll ausgewachsen sein, könnt ihr wieder den Friendship-Ding sehen. Und das finde ich ganz cool. Jetzt aber die Frage, hey Jojo, was bringt es mir denn eigentlich, Friends auf einem anderen Pet zu haben? Ich will ja mein anderes Pet ausleveln. Ich will mein anderes Pet fullgrown machen. Ich will es näher machen. Ja, Leute, für jedes Level, welches ihr hier bekommt, das heißt, wenn jetzt hier eine einsteht, wenn ihr 30 Aufgaben erledigt habt, wie ihr das hier sehen könnt, wenn jetzt hier eine einsteht, bekommt ihr eine, ja, Leute, eine Age-Up-Potion. Diese bekommt ihr und diese könnt ihr einem anderen Pet geben. Und das bewirkt, dass quasi das andere Pet anstelle von eurem Pet, also ihr macht quasi die Aufgabe jetzt zum Beispiel in meinem Fall mit dem Mega Neon Generating, aber könnt diese Asia Potion einem anderen Pet geben. Und dieses bekommt dann eben 30 Aufgaben gut geschrieben. Ja, Leute, so funktioniert das. Ich habe jetzt ja schon 15 Stück. Wir haben hier auch schon die neuen Pets, Leute. Und den Dobby haben wir das extra so gegeben. Die haben hier immer 3 Fullgrown mit Friendship Level 0, was man hier übrigens auch sehen kann. Und dann immer 1, was Posted ist, gegeben. Und wir werden jetzt mal diese Potion ausprobieren, Leute. Und danach schauen wir uns das neue Pet an. So, Leute, wir geben ihm jetzt hier diese Potion, Feed Up Age Potion. Und jetzt trinkt er sie, Leute. Ich bin mal gespannt, wie hoch wird er gehen, wie hoch wird er gehen. Und boom. Das ist jetzt quasi so, als hätte er 30 Aufgaben abgeschlossen. Ja, Leute, geben wir ihm noch eine. Und ja, der trinkt jetzt schön, Leute. Und 30 Aufgaben hat er erledigt. Und jetzt nochmal 60. Okay, cool. Ich glaube, bei mir ist das doppelt so viel, weil ich Influencer-Programm bin. Und dementsprechend leveln meine Pets zweimal so schnell. Ich weiß es aber nicht, Leute. Kann gut sein, weiß ich jetzt aber nicht. Das hier sind die neuen Pets, Leute. Das ist das Friendship-System. Jetzt schauen wir uns noch das weitere neue Pet an. Und zwar hier bei den UGC-Items. Hier kann man sich immer 5 Sachen kaufen. Und das ist tatsächlich ganz cool, Leute. Hier kann man sich immer umgucken. Diese Items kannst du auf deinem richtigen Roblox-Avatar tragen. Drücken wir jetzt hier auf Start. Und wenn wir uns 5 Items gekauft haben, kriegen wir diese Hyäne hier. Ja, quasi umsonst, aber wir haben ja die Items gekauft. Die refreshen sich jede Minute. Ich habe übrigens auch eigene UGC-Items. Ich werde euch die mal in der Videobeschreibung verlinken. Falls ihr die mal abchecken wollt, würde mich sehr, sehr freuen und sehr, sehr unterstützen. Ja, ob ihr das jetzt hier haben wollt, also machen wollt für das Pet, Leute. So ein UGC kostet immer so ungefähr 60 Robux. Das heißt, es wären dann, ja, schon ein paar Robux. Aber wenn ihr natürlich die UGCs hier cool findet und auf eurem richtigen Roblox-Avatar tragen wollt, dann schadet das natürlich nicht. Ja, Leute, schreibt mir gerne mal eure Meinung zu Update in die Kommentare. Lasst gerne Daumen da und Abo den Kanal und aktuell im Kanal mit coolen Roblox. Und dann würde ich sagen, haut die rein und ciao, Leute. Ich habe übrigens mal zu den Hasenohren gewechselt, die eigentlich ich gemacht habe.